السلام les gens du Cham سي بالله العظيم tous ces passeports que nous a imposé ce pandit nous voyons la pourriture avec le feu et la faille islamienne mon intention est de mourir martyrisé salam allah ne vous serez pas en sécurité partagez les vidéos sur internet et l'islam والله غالب على امره تكبير تكبير Diese Botschaft richtet sich an alle Muslime, die noch auf dem Boden der Ungläubigen leben. Sie stammt von euren ausgewanderten französischen Brüdern. Bisher sind es etwa 750 junge Franzosen, die in den Reihen der Dschihadisten in Syrien und im Irak kämpfen oder gekämpft haben. 80 haben dabei ihr Leben verloren. Trotz dieser Verluste scheint die Zahl der Auswanderer nicht abzunehmen. Das Internet spielt dabei eine wesentliche Rolle. Die meisten westlichen Terroristen, die diesen Sprung wagen, haben sich im Web radikalisiert. Denn der Dschihad ist heutzutage für jeden erreichbar. Solche Inhalte sind mit wenigen Klicks zugänglich. Auf Facebook oder Twitter gepostete Videos von jenen, die schon gegangen sind und sich dem sogenannten Islamischen Staat angeschlossen haben. Bam, 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 bam. Das Internet wird als pädagogisches Mittel genutzt, um Rekruten von dieser Sache zu überzeugen. Früher nahm man Videokassetten, um die Kämpfe gegen die Sowjets in Afghanistan zu präsentieren. Sie wurden unter der Hand oder auch offen auf verschiedenen Märkten verkauft. Der pädagogische Aspekt ist also nicht neu, aber mit dem Internet wird eine viel größere Reichweite erzielt und der Zugang ist auch wesentlich einfacher. Tausende von Menschen können in kürzester Zeit sozusagen infiziert werden. Das Internet bildet den Kern der Globalisierung. Es hebt das Empfinden für Raum und Zeit auf. Heute ist es möglich, über das Internet virtuelle Gespräche zu führen. So kann sich schnell ein Gruppengefühl bilden. Die Teilnehmer der Gruppe empfinden sich als Gleichgesinnte, ohne sich jemals begegnet zu sein. Allmählich wird die Gruppe als Ersatzfamilie gesehen, die wichtiger ist als die echte Familie. Ein erstaunliches Phänomen. In einem kleinen Dorf wurden Jugendliche über das Internet rekrutiert, obwohl sie nie zuvor einen Muslim gesehen oder eine Moschee betreten hatten. Trotzdem fühlten sie sich angesprochen. Die Jugendlichen suchen muslimische Seiten. Vielleicht wollen sie zu Beginn nur ihre Solidarität mit der Sache der Palästinenser bekunden oder den Tod ziviler Muslime beklagen. Doch dann werden sie aufgespürt. Die Rekrutierung durch ansässige Dschihadisten fand in Frankreich ursprünglich in Moscheen oder Sporthallen statt, an beliebten Treffpunkten also. Selbsternannte Imame gingen auf die Leute zu und gaben ihre Botschaft persönlich weiter. Heute gibt es zwar immer noch Anwerber vor Ort, aber der Zulauf zum Dschihad erfolgt immer mehr über das Internet. Die Anwerber entsenden Leute, die als Verführer dienen oder eine Gruppe von Freunden bilden. Dabei werden unterschiedliche Annäherungsmethoden eingesetzt. Manche Begegnungen sind kalkuliert, andere eher zufällig. In den wenigsten Fällen begibt sich der Jugendliche selbst ins Netz der Terroristen. Die Kontaktaufnahme erfolgt vom Netz aus. Mit unterschiedlichsten Methoden sollen so viele wie möglich gewonnen werden.
In einer Studie fanden wir einen gemeinsamen Punkt bei allen teilnehmenden Mädchen heraus. Sie hatten auf Facebook angegeben, einen uneigennützigen Beruf ausüben zu wollen, wie Krankenschwester oder Sozialarbeiterin. Sie wollten die Gesellschaft verändern, besser oder gerechter machen. Es muss also Headhunter geben, die mit Stichwörtern genau solche Personen suchen. Es nehmen tatsächlich Menschen miteinander Kontakt auf, die sich nicht kennen und sich im wahren Leben ohne solche Netzwerke wohl nie begegnet wären. Bestimmte Plattformen bieten die Möglichkeit zu diskutieren und im Gespräch einen Plan zu entwickeln, der mehr oder weniger radikal sein kann. Der IS, der sogenannte Islamische Staat in Syrien und im Irak, weiß genau, wie er die Aufmerksamkeit der Jugendlichen gewinnt. Nicht durch Verse des Korans, sondern mit Bildern. Je spektakulärer, desto besser. Die Videos sprechen die Sprache der Jugendlichen und schaffen ein Universum des Bildes, das sie sich schnell aneignen können. Es liefert Antworten auf alle Fragen in einer Welt, in der sie vor allem Orientierung suchen. Das wirkt beruhigend. Eine wesentliche Funktion der Rekrutierung mit Bildern liegt auch darin, dass die Jugendlichen jenen, die so allmächtig wirken und in dieser Welt offenbar keinerlei Probleme haben, gleich werden wollen. Sie ahmen die Vorbilder nach, ohne groß nachzudenken. Jetzt können Techniken greifen, die eine gefährliche, sektiererische Entwicklung fördern. Lenin meinte, das Kino sei die wichtigste Form der Kunst für die Revolution. Auch für die Dschihadisten sind Videos das wirksamste Mittel für ihre Propaganda. Deshalb benutzt der sogenannte Islamische Staat die unterschiedlichsten Arten solcher Videos. Es gibt kurze und lange, aber alle sind hervorragend inszeniert. Das bekannte Video Flames of War nutzt sogar Mittel, die an Hollywood erinnern, und setzt Zeitlupen ein. Alles ist genau geplant. Kürzere Videos zeigen Enthauptungen, andere Formen der Ermordung oder auch das tägliche Leben. Ein gut inszeniertes Bild wirkt stärker als jeder Text und sei ja auch noch so gekonnt formuliert. Die filmischen Effekte, Zeitlupen und die Musik ähneln amerikanischen Serien, die von den Jugendlichen regelmäßig gesehen werden. Die Anzahl der von 2000 bis 2010 produzierten Videos lässt erkennen, dass die Menge exponentiell zunimmt. Seit gut 15 Jahren wird bewusst in die Herstellung von Videos investiert, die in eigenen Produktionsbetrieben erfolgt. Es gibt sogar eine eigene Agentur dafür, eine Medienabteilung. Sie heißt Al-Hayat Media Center und produziert Propagandafilme. Dahinter stecken Experten, die sich bestens mit den Kommunikationsstrategien des Westens auskennen. Es ist ihnen gelungen, dessen Mittel zu nutzen und in die globale Strategie des IS zu integrieren. Diese terroristische Propagandawerkstatt wurde 2014 von deutschen Dschihadisten in Syrien gegründet und hat den sogenannten IS mittlerweile zu einer weltweit bekannten Marke gemacht. Sie besitzt sogar ein eigenes Logo, wie ein Fernsehsender. Dieses Logo erinnert an das Logo der Produktionsfirma von Al-Qaida, die mit dem IS in gewisser Weise konkurriert. Beide Logos sind Gold und damit in derselben Farbe wie das von Al Jazeera, dem großen arabischen Nachrichtensender. Sie wollen modern wirken und zeigen, dass sie den arabischen Kommunikationscode beherrschen, der für Europäer eine gewisse Symbolik hat. Osama bin Laden, der Chef von Al-Qaida, hielt stundenlange Reden direkt in die Kamera. Nur Hochmotivierte konnten ihm folgen. Ein strategischer Fehler in Zeiten von YouTube und amerikanischen Serien.
Al-Qaida nutzt die verfügbaren Werkzeuge weniger effizient, weil sie beim alten Schema geblieben ist. Sie verbreiten ihre Propaganda mit Videopredigten. Die haben zwar auch Einfluss, aber nicht in dem Maße wie die Videos vom IS, denn die spielen mit den Codes und sprechen die Jugendlichen stärker an. Die Propaganda der Dschihadisten zielt vor allem auf Jugendliche ab, deren Lebensumstände eine Radikalisierung begünstigen. Hier spielen emotionale, sozioökonomische, bildungstechnische und schulische Faktoren eine Rolle. Zugrunde liegen Integrationsprobleme, die eine Teilhabe an der Gesellschaft verhindern. Diese Menschen leben am Rand der Gesellschaft, sind ihr gegenüber feindlich eingestellt und wollen sich an ihr rächen. Gespräche und Propaganda der Dschihadisten nähren diesen Wunsch, es einer Gesellschaft heimzuzahlen, die sie fallen gelassen hat. Alhamdulillah, aujourd'hui, on a créé un khilafa islamia, bi'idnillah. On est en train d'appliquer la loi d'Allah. Lange Zeit nahmen die Dschihadisten Jugendliche ins Visier, die keinen Rückhalt in der Familie hatten, auf sozialer und familiärer Ebene vernachlässigt wurden und jede Hoffnung auf Teilhabe verloren hatten. Auch die Brüder Kouachi und Mohamed Merah wurden kaum erzogen, da die Väter abwesend oder gar tot waren. Heute spricht die Propaganda des Dschihadismus Jugendliche mit den unterschiedlichsten Profilen an. Sie leben im 16. Arrondissement oder in kleinen Dörfern auf dem Land. Die Zielgruppe hat sich definitiv erweitert. Die wichtigste Zielgruppe des Islamischen Staates sind Muslime. 20% der in den Dschihad gezogenen Franzosen sind Konvertiten. Eine enorme Zahl. Selbst wenn ein Rekrut Mohammed heißt, entstammt er häufig einer atheistisch oder agnostisch eingestellten Familie, die ihre Religion praktiziert oder auch nicht. Eine wesentliche Rolle spielt die Religion jedenfalls nicht und sie wird auch nicht sonderlich vermittelt. Die Terroristen haben eins schnell begriffen: Je weniger jemand weiß, desto leichter kann man ihn ideologisch manipulieren. Innerhalb dieser sehr großen Gemeinschaft zielen die Islamisten auf junge Menschen ab, die leicht zu beeinflussen sind, die Abenteuer oder Nervenkitzel suchen oder sich in der Rolle des Kriegers sehen wollen. All das spielt hier hinein. Aber die Propaganda richtet sich auch an die Ungläubigen und den Westen generell. Brutale Videos, die die Ermordung westlicher Geiseln zeigen, sollen die Botschaft vermitteln: Seht nur, was euch erwartet. Den Partisanen des IS wird eine zweigeteilte Welt vermittelt. Auf der einen Seite der heuchlerische Westen, auf der anderen Seite die wahren Muslime, die sich dem Islamischen Staat anschließen. Man muss sich im Geheimen vorbereiten und gut aufpassen. Auch ein Krimineller aus einer französischen Vorstadt schloss sich dem sogenannten Islamischen Staat an. Er war wegen versuchten Mordes verurteilt worden und stieß dann auf den radikalen Islamismus. Omar Omsen stammte aus dem Senegal, wuchs in Nizza auf und gehörte zu den erfolgreichsten Anwerbern im Internet. Ein Großteil der Jugendlichen ist durch Omar Omsen abgerutscht und nicht durch den IS selbst. Er war niemals gewalttätig und präsentierte niemals, im Gegensatz zum IS, unmenschliche Taten. Stattdessen spielte er den frommen Muslim. Das ist total pervers. Ihm ist es gelungen, 14- bis 21-Jährige anzuwerben, Arbeitslose genauso wie Medizinstudenten.
Nur Omar Omsen konnte Jugendliche ködern, die im zweiten Jahr studieren und im 16. Arrondissement leben. Niemandem sonst ist das gelungen. Mit ihm hat sich die Propaganda der Terroristen gewandelt, die jetzt in jedem Satz das Wahre mit dem Falschen mischt und die unterschiedlichsten Techniken nutzt. Omar Omsen hat sogar eine eigene Marke geschaffen. 19 Asch Asch. 19 steht für die 19 Terroristen von Bin Laden, die die Zwillingstürme zerstört haben. Dieses Bild wirkt unterschwellig immer mit. Die beiden Hs bedeuten Histoire de l'Humanité, zu Deutsch Geschichte der Menschheit, und bezieht sich ebenfalls auf die Türme. Und sie markierten für ihn erst den Anfang. In diesen über das Internet verbreiteten Produktionen ringen Geschichtsverfälschung und Effekte um Aufmerksamkeit. Sie verfolgen nur ein Ziel, nämlich einen Großteil der muslimischen Bevölkerung zu verleiten, sich vom friedlichen Islam abzuwenden. Omar Omsen behauptet, in Frankreich würden die Muslime unterdrückt und selbst die Imame stünden unter fremdem Einfluss. In diesem Video behauptet er, das französische Konzept vom Islam entspräche nicht der Norm, denn es gäbe nur einen Islam. Er will nachweisen, dass der Islam in Frankreich von Nicolas Sarkozy geschaffen wurde, im Auftrag des Zentralrates der Juden in Frankreich. Dieses durch und durch antisemitische Video soll zeigen, dass die Macht in Frankreich von Juden ausgeübt wird und dass sie darauf aus sind, diese Vorstellung vom Islam zu verbreiten. Er behauptet, Muslime in Frankreich müssten sich gegen diese Macht auflehnen, wenn sie richtige Muslime sein wollen. Eine Alternative wäre, in den Dschihad zu ziehen oder zumindest den Boden der Ungläubigen zu verlassen und in einer islamischen Umgebung zu leben. Damit meint er die Hijra, die Auswanderung. Wir haben uns zu Hijra entschlossen, weil wir uns schon lange in unseren Herzen danach sehnen. Das wollten wir machen. Für Omar Omsen ist die Emigration in ein muslimisches Land heilige Pflicht, die alle Gläubigen erfüllen müssen. Tatsächlich geht es natürlich darum, sich den Dschihadisten an der syrischen Front anzuschließen. Weder in der Hadith noch im Koran steht, dass man die Hijra machen muss. Manche Verse im Koran besagen, Gott werde diejenigen bestrafen, die ihn nicht anbeten. Wer hält mich heute in Frankreich davon ab, meinen Glauben zu praktizieren und zu meinem Herrn zu beten? Niemand. Es gibt in Frankreich sogar 2500 Moscheen. Ich habe kein Problem. Diese Propaganda hat gar keinen Sinn. Das wird von den marionettenartigen Imamen der Westlichen Republik aber nicht gepredigt. Sie haben weder das Recht noch den Mut, die Wahrheit zu sagen. Mir sind keine Gelehrten oder echte Imame bekannt, die eine akademische Ausbildung an islamischen Universitäten erhalten haben und heute als Anführer von Al-Qaida, von Boko Haram oder dem IS tätig sind. Das sind alles Ungebildete, die keine Ahnung haben. Manche haben sogar ein Landesvorstrafenregister. Das sind ehemalige Straftäter, denen man aufträgt, ihre Gewalttaten fortzusetzen, um Gott zu gefallen und Allahs Willen zu erfüllen. Bereuen müssten sie nichts, denn sie würden ja so gute Taten vollbringen. Im Prinzip heißt das, entschuldigen Sie den Ausdruck, baut weiter Scheiße, aber macht es im Namen Allahs. Was für ein Wahnsinn. Absurd. Dieser Wahn soll mit langen Videos jenen eingehämmert werden, die keine religiöse Kultur besitzen. Omar Omsen ist ein falscher Gelehrter und gefährlicher Manipulator. Omar Omsen vermittelt den Jugendlichen, dass die anderen neidisch sein werden. Die sogenannten Gelehrten, diese angeblichen Imame, seien neidisch, weil Gott sie nicht als Träger der Wahrheit auserwählt habe. Da sie nicht zu den Auserwählten gehörten, würden sie Zweifel säen und versuchen, die Jugendlichen davon zu überzeugen, dass er nicht vom wahren Islam rede.
Wenn der Imam versucht, die Jugendlichen da rauszuholen, bestätigt das, was Omar Omzen vorhergesagt hat. So wird die Vorstellung gestärkt, Omar Omzen sei allmächtig. Vergiftete Botschaften, um Jugendliche anzuwerben. Omar Omzen griff Motive und Verhaltensmuster von Videospielen auf, auch geschlechtsneutrale Personen. Im ersten Moment wirkt es, als sähe man eine verschleierte Frau im Schatten. Aussteiger erklärten aber, dass es tatsächlich die Hauptfigur aus dem Videospiel Assassin's Creed sei, die er übernommen hat. Es sei keine Frau. Auch Männer würden sich in der Figur wiederfinden. Die Jungen identifizieren sich, weil sie Assassin's Creed kennen, und die Mädchen, weil man ihnen sagt, das sei eine Person mit Kopftuch. Das hat uns erschrocken. Diese Figur benutzt er immer, wenn er den Jugendlichen etwas Schwieriges vermitteln will oder Anweisungen erteilt, wie zum Beispiel, du musst deine Eltern verlassen, du wirst auf die Probe gestellt. Er hat sich intensiv dafür eingesetzt, die familiären Beziehungen abzubrechen. Das ist typisch für Sekten. Er sagt den Jugendlichen auch, es sei in jungen Jahren einfach, sich von alten Freunden zu trennen und Schule oder Hobbys aufzugeben. Aber wenn jemand fürchtet, seine Mutter zu verlassen, solle er sich nicht zwingen. Denn dann sei er eben nicht auserwählt von Gott und damit kein höheres Wesen. Wer zu den Aufrichtigen gehöre, könne seine Eltern verlassen und würde die kampfeslüsternen Bilder lieben. Das sind alles bekannte Techniken von Sekten. Der Jugendliche denkt nicht nur, dass ihn die Welt belügt, er lehnt die Realität auch ab und fragt sich, in welcher Welt lebe ich denn? Man sagt ihm, wenn deine Eltern arbeiten, wurden sie von geheimen Gesellschaften zum Schweigen gebracht. Oder sie sind Komplizen. Alle Lehrer und die Medien sind Komplizen. Sieh nicht mehr fern. Wer nicht zum Schweigen gebracht wurde, werde ihm helfen. Also bricht der Jugendliche mit der Welt der Erwachsenen. Dann heißt es, nur eine Gegenüberstellung mit der wirklichen Welt kann dich erwecken. Entweder du wachst auf oder du schläfst wie alle anderen weiter. Nur der wahre Islam, den wir allein vertreten, kann die Welt erneuern. Auf welcher Seite stehst du? Steh auf, du bist hier nicht in Frankreich. Fertig? Ich bin fertig. Inshallah. Heute treffe ich Franzosen, die hier in Syrien sind. Inshallah. Ich werde ihnen Fragen stellen und hoffe, das hilft euch. Laut Nachrichtendiensten gehen jede Woche zwischen 10 und 15 Franzosen nach Syrien und in den Irak, nach Le Cham, wie sie die Gegend nennen. Kaum angekommen, beginnen sie selbst, Mitglieder anzuwerben. Zu Beginn wurde eine massive Kommunikationsstrategie verfolgt. Dabei ging es vor allem um die Anwerbung von Mitgliedern. Über soziale Netzwerke nahmen Mitglieder mit zahlreichen Jugendlichen aus demselben Viertel oder auch in einem größeren Umfeld Kontakt auf. Man wollte von den Sprachkenntnissen profitieren, da die Mitglieder ja aus den verschiedensten Ländern Europas stammten und mit Jugendlichen sprechen konnten, die kein Arabisch verstehen. Das hat funktioniert. Das ist unser Bruder. Er wird sich vorstellen und unseren Brüdern in Frankreich eine Botschaft übermitteln. Sie sprechen die Sprache der europäischen Jugend und mengen Ausdrücke wie Allahu Akbar und mein Bruder unter den Slang. Das klingt genauso wie bei den jungen Franzosen aus den Hochhaussiedlungen oder vom Land. Als Propagandisten haben die Europäer einen hohen Stellenwert. Es gibt kein GPS, das habe ich nicht mitgenommen. Diese Aufnahme habe ich im Auto eines Mujahids gemacht. Da sieht man Ersatzgewehre, eine Kugelschutzweste. Man weiß ja nie, was passiert. Nett, die kleine Knarre, oder?
Ich zeige euch noch mein Baby, das M16, ein amerikanisches Sturmgewehr. Von einem Marinesoldaten, den ich getötet habe. Das kleinste Sturmgewehr auf dem Markt. Mein Auto, ein 4x4 Deluxe V6, 2,6 Liter, die Waffe eines Mujahids, Inshallah. Bis bald, Inshallah. Assalamu alaikum. Das Abenteuer, das vor allem auf den Internetseiten beschrieben wird, wirkt sehr motivierend. Man sieht sich am Steuer eines mächtigen Geländewagens durch die Wüste jagen. Das ist ziemlich verlockend. Manche Jugendliche meinen, auf diese Weise ihren eigenen Bürgerkrieg zu führen. Daran muss man auch denken. Sie haben nicht den Eindruck, etwas Verbotenes zu tun, sondern im Gegenteil etwas Gutes. Und da steigern sie sich dann rein. Nehmen wir mal an, 3 bis 4 Freunde aus der Banlieue hängen in ihrem Hochhaus ab und nehmen Drogen. Sie sind schlecht drauf. Ein Älterer kommt und sagt, was sie aus ihrem Leben machten, sei völlig uninteressant. Er werde ihnen einen Grund geben, für den es sich zu leben lohnt. Sie würden bekannt werden und ein Schicksal haben, das ihrer würdig sei. Man muss nichts Besonderes und auch kein Held sein, um diesen Sprung zu wagen. Es reicht daran zu glauben und es tatsächlich zu wollen. Dann gelangt man auf den sogenannten Weg Allahs. Dieser Weg hat die unterschiedlichsten Gesichter. Es gibt Kalaschnikows und Gräueltaten und gleichzeitig auch gläserweise Nutella. Sie zeigen einfach nur, wie sie in Syrien leben. So wollen sie auch beweisen, dass sie Menschen sind, die ein Leben führen wie andere auch. Sie verhalten sich wie jemand, der ein Foto mit seinem Hund oder seiner Katze postet. Damit wollen sie der Auffassung entgegenwirken, Monster zu sein und stattdessen zeigen, dass sie in diesem Staat ein echtes gemeinschaftliches Leben führen, das von Brüderlichkeit geprägt ist. Das ist wirklich eine erstaunliche Botschaft. Ich glaube, diesen Aufruf empfinden manche wie eine Revolte der Jugend, die es schon immer gegeben hat. Das ist kein neues Phänomen. Damals lehnte man sich gegen den bürgerlichen Vater auf und nahm eine marxistische oder maoistische Haltung ein. Das war das Extrem. Tatsächlich ging es nur um die Auflehnung gegen den Vater und die Gesellschaft. Auch hier geht es um eine Revolte gegen den Vater, die Gesellschaft und die Religion. Diese Strategie zahlt sich aus, hat aber auch Nachteile. Manchmal versündigen sich einzelne Mitglieder aus Versehen und zeigen Orte, die dem Gegner strategische Hinweise liefern. Ende 2014 wurde vorgeschrieben, weniger über soziale Netzwerke zu kommunizieren. Dieser Strategiewechsel war eine Reaktion auf militärische Einsätze des Westens, da die Dschihadisten jetzt wirklich zur Zielscheibe geworden waren. Die in sozialen Netzwerken hinterlassenen Spuren sind für militärische Zielsetzungen tatsächlich nützlich. Der Krieg in Syrien und im Irak ist kein Ferienlager für die rebellierende Jugend, sondern ein bewaffneter, brutaler Konflikt, der tödlich enden kann. Es gibt eine echte Front und es geht um Leben und Tod. Dieses Abenteuer soll trotz der Gefahren auch in Bildern erzählt werden. Deshalb statten die Kämpfer ihre Kalaschnikows mit eingebetteten Kameras aus.
Mein Trommelfell. Was machen wir danach? Wir nehmen die Mauer und dann gehen wir nach links. Nach links? Jetzt gleich oder wie? Ja, der ist weg. Und hier direkt nach links? Yalla. Geh und lenk sie ab. Lenk sie ab. Lass mich ein bisschen schießen. Ich habe nicht einmal abgedrückt. Gut, mach. Machen wir das zu zweit? Mich muss jemand decken. Ich deck dich. Ziel nach links. Mein Bein! Viele angehende Dschihadisten kennen den Krieg bis zu diesem Punkt nur aus Videospielen. Das wissen die Anwerber und nutzen es aus. Dieses Video bezieht sich klar auf Spiele wie Grand Theft Auto oder Ego-Shooter. Wie immer wird alles gut in Szene gesetzt. Mit dieser Technik soll eindeutig ein junges, westliches Publikum angesprochen werden. Irgendwann kann der Betrachter nicht mehr zwischen Realität und Videospiel unterscheiden. Der Jugendliche sitzt zu Hause am Computer und fühlt sich in Sicherheit. Vom Videospiel gelangt er zu den Videos der Anwerber und von der virtuellen in die wirkliche Welt. Auf manchen Computern haben wir dasselbe Pseudonym gefunden, das die Jugendlichen in Videospielen auch zu Hause benutzt haben. Es gibt Leute, die diese brutalen Videospiele in kleinen Gruppen gespielt haben und sich dann entschieden haben, das auch in Wirklichkeit zu erleben. Die terroristische Propaganda spricht die westliche Jugend auf allen Ebenen an. Mein Block, meine Stadt, Desodok, ihr Dreckfischer, Abgefuckte, das ist meine Stadt. Sogar mit Rap. Die neue Generation der Dschihadisten sieht im Rapper den idealen Propagandisten. Dennis Kuspert alias Desodok ist ein deutscher Rapper mit afrikanischer Abstammung. Er lebte in Berlin und ist zum Islam konvertiert. Zuerst schrieb er Rap-Songs darüber, dass ihn der Islam vor dem Gefängnis gerettet habe und zu seinem persönlichen Licht geworden sei. Dann ist er in den Dschihadismus abgerutscht. Er sang Loblieder auf Osama bin Laden, als der getötet worden war. Dann wurde er immer radikaler und schloss sich dem Islamischen Staat an. Kaum einer erreicht die Jugendlichen so effizient wie er. Doch er ist gleichzeitig von erschreckender Dummheit. Das Interessante an Desodok, er wollte schon immer berühmt werden. Wie, war ihm egal. Viele Rapper sind wichtige Propagandisten für den Dschihad geworden. Vor allem, weil der Rap mit seinem typischen Sprechgesang den Nashids sehr ähnlich ist, die als Kampflieder eingesetzt werden. Das ist die einzige Art von Musik, die Dschihadisten hören dürfen. يا عاصب الراس وينك يا عاصب الراس وينك.
Der Weg in den Dschihad ist gepflastert mit Gräueltaten. Barbarische Bilder werden ins Internet gestellt. Sie gleichen einem Aufruf zum Mord. Das gilt auch für dieses tödliche Spiel am Rande der Nationalstraße durch die Wüste. Drei syrische Zivilisten gehen einem der brutalsten Kommandeure des sogenannten IS in die Falle. Sie geben die falsche Antwort und haben die Prüfung nicht bestanden. Vier Zyklen hat das Gebet am Nachmittag. Wie sollen Sie die täglichen Pflichtgebete absolvieren, wenn Sie hier falsch antworten? Für die heißt das, Sie müssen aus dem Islam ausgeschlossen werden. Sehen Sie? Sie werden massakriert. Schrecklich. Das ist so furchtbar. Sie legen Koranverse darauf und schämen sich noch nicht mal. Sie legen den Koran darauf. Bekämpfe sie, Allah, mit eigenen Händen, bestrafe sie, bedecke sie mit... Der Prophet hätte niemals jemanden getötet, der nicht betet. Er hätte ihm beigebracht, wie man betet, und bei einer falschen Antwort hätte er gesagt, nein, es sind vier Zyklen, versuch es nochmal. Aber er hätte nicht von ihm verlangt, dass er betet. Aber hier heißt es, wenn du das nicht machst, töte ich dich. Was bringt es, arme Unschuldige zu ermorden, weil sie nicht beten? Das ist völlig absurd. Ein Missbrauch der religiösen Schrift. Mir fehlen die Worte. Das ist ekelerregend. Einfach nur widerlich. Die sind ja so blind. Der islamische Staat hat solche brutalen Videos nicht erfunden. Sie wurden auch schon von tschetschenischen Terroristen benutzt und verbreitet. Videos von brutalen Enthauptungen. Unerträglich. Der islamische Staat greift diese gar nicht so neuen Methoden auf, verschafft ihnen aber eine viel größere Reichweite. Neu ist jetzt die Systematisierung der Gewalt mit Bildern und Videos. Mit filmischen Mitteln werden Gewalt und Radikalität höchst effizient inszeniert und vermittelt. Bei diesem Video fällt die szenische Gestaltung auf. Sie verwenden Zeitlupen und zeigen die Gesichter der Geiseln. Für die Dschihadisten des 21. Jahrhunderts hat ein Mord weniger Bedeutung als die Bilder, die man von ihm macht. Aber diese Videos haben eine fast krankhafte Anziehungskraft. Der IS weiß, dass er mit solchen Videos ein Publikum erreicht, das auf diese Gewalt reagieren wird. Der IS hat mittlerweile auch ein Gesicht, und zwar in Gestalt des Todesengels Jihadi John. Dieser junge, aus dem Jemen stammende Londoner mit tadellosem britischen Akzent wurde auserwählt, die westliche Welt aus der Fassung zu bringen. Er ist in unerträglichen Aufnahmen wie dieser zu sehen. Eine Massenhinrichtung von Soldaten Bashar al-Assads. Das ist eine der schrecklichsten Aufnahmen überhaupt. Ein junger Syrer muss sein eigenes Grab ausheben. Vielleicht hat er noch Hoffnung zu überleben, doch als das Grab fertig ist, wird er hingerichtet.
Das ist so fürchterlich, so unglaublich brutal. Schlimmer als alle Horrorfilme, die man sonst zu sehen bekommt. Der Kampf hat erst begonnen. Ich verstehe nicht, woher der IS seine Rechtfertigung bezieht. Er widerspricht allen Vorschriften des Islam. Der IS nimmt seinen Opfern alles Menschliche. Doch dabei geht es nicht nur um die Verherrlichung des Tötens. Sie wollen den Opfern auch ihre menschliche Gestalt nehmen. Man schneidet sie in Stücke, um zu zeigen, dass sie nicht mehr wert sind als Ratten oder Schlangen. Aber wie soll man dieser ausufernden Schreckenspropaganda begegnen, die dem Terrorismus immer mehr Jugendliche in die Arme treibt? Kann man den sogenannten IS zum Schweigen bringen? Die Eltern fordern eine Zensur der Videos, um die Kommunikation zu verhindern. Sie engagieren sich sehr dafür, den Hintermännern die Arbeit zu erschweren. Aber wenn man eine Tür schließt, geht meistens eine andere wieder auf. Doch man sollte versuchen, ihnen die Arbeit zumindest nicht leichter zu machen und die Kommunikation durch Zensur stören. Die großen Plattformen, die sozialen Netzwerke wollen nicht die Aufgabe von Regierungen übernehmen. Selbst wenn sie wollten, könnten sie nicht alles kontrollieren. Es gibt mehrere hundert Stunden Video, die alle 10 Minuten auf YouTube gepostet werden. Diese Videos im Vorhinein zu kontrollieren, ist schlichtweg unmöglich. Das Internet ist überall präsent, wie die Luft, die wir einatmen. Wenn irgendwo eine Seuche ausbricht, kann man das Problem auch nicht beheben, indem man riesige Ventilatoren aufstellt, die die Luft zurücktreiben. Zensur würde nur kurzzeitig wirken, um zum Beispiel einen Franzosen daran zu hindern, sich dem IS anzuschließen. Das eigentliche Problem wäre damit nicht behoben, denn das ist ideologischer Natur. Nämlich, immer mehr Menschen aus dem Westen werden durch die Propaganda des IS verführt. Wir brauchen eine internationale Mobilisierung, damit wir uns gemeinsam gegen dieses Übel zur Wehr setzen können. Dabei sollten wir nicht nur repressiv vorgehen, sondern auch vorbeugend. Man muss die Menschen davon abhalten, solche Internetseiten aufzurufen, sie quasi immun machen gegen diese Verlockung. Die eigentliche Arbeit besteht darin, den Islamischen Staat zu entzaubern. Man muss zeigen, dass der Mythos vom goldenen Zeitalter und der Rückkehr ins Kalifat bloß leere Worte sind. Dahinter steckt eine mafiöse Organisation, die illegal Reichtümer anhäufen will. Diese Aspekte des IS gilt es zu enthüllen. Hasspropaganda mit Fakten begegnen und den Menschen die Augen öffnen, dass diese kriminelle Organisation Syrien und den Irak besetzt. Eine Aufgabe für die Weltgemeinschaft. Die Zeit ist knapp. Denn der sogenannte Islamische Staat zieht bereits die nächste Generation heran. Das Internet wird als pädagogisches Mittel genutzt, um Rekruten von dieser Sache zu überzeugen. Früher nahm man Videokassetten, um die Kämpfe gegen die Sowjets in Afghanistan zu präsentieren. Sie wurden unter der Hand oder auch offen auf verschiedenen Märkten verkauft. Der pädagogische Aspekt ist also nicht neu, aber mit dem Internet wird eine viel größere Reichweite erzielt und der Zugang ist auch wesentlich einfacher.
Tausende von Menschen können in kürzester Zeit sozusagen infiziert werden. Das Internet bildet den Kern der Globalisierung. Es hebt das Empfinden für Raum und Zeit auf. Heute ist es möglich, über das Internet virtuelle Gespräche zu führen. So kann sich schnell ein Gruppengefühl bilden. Die Teilnehmer der Gruppe empfinden sich als Gleichgesinnte, ohne sich jemals begegnet zu sein. Allmählich wird die Gruppe als Ersatzfamilie gesehen, die wichtiger ist als die echte Familie. Ein erstaunliches Phänomen. In einem kleinen Dorf wurden Jugendliche über das Internet rekrutiert, obwohl sie nie zuvor einen Muslim gesehen oder eine Moschee betreten hatten. Trotzdem fühlten sie sich angesprochen. Die Jugendlichen suchen muslimische Seiten. Vielleicht wollen sie zu Beginn nur ihre Solidarität mit der Sache der Palästinenser bekunden oder den Tod ziviler Muslime beklagen. Doch dann werden sie aufgespürt. Die Rekrutierung durch ansässige Dschihadisten fand in Frankreich ursprünglich in Moscheen oder Sporthallen statt, an beliebten Treffpunkten also. Selbsternannte Imame gingen auf die Leute zu und gaben ihre Botschaft persönlich weiter. Heute gibt es zwar immer noch Anwerber vor Ort, aber der Zulauf zum Dschihad erfolgt immer mehr über das Internet. Die Anwerber entsenden Leute, die als Verführer dienen oder eine Gruppe von Freunden bilden. Dabei werden unterschiedliche Annäherungsmethoden eingesetzt. Manche Begegnungen sind kalkuliert, andere eher zufällig. In den wenigsten Fällen begibt sich der Jugendliche selbst ins Netz der Terroristen. Die Kontaktaufnahme erfolgt Auto- oder Ego-Shooter. Wie immer wird alles gut in Szene gesetzt. Mit dieser Technik soll eindeutig ein junges, westliches Publikum angesprochen werden. Irgendwann kann der Betrachter nicht mehr zwischen Realität und Videospiel unterscheiden. Der Jugendliche sitzt zu Hause am Computer und fühlt sich in Sicherheit. Vom Videospiel gelangt er zu den Videos der Anwerber und von der virtuellen in die wirkliche Welt. Auf manchen Computern haben wir dasselbe Pseudonym gefunden, das die Jugendlichen in Videospielen auch zu Hause benutzt haben. Es gibt Leute, die diese brutalen Videospiele in kleinen Gruppen gespielt haben und sich dann entschieden haben, das auch in Wirklichkeit zu erleben. Die terroristische Propaganda spricht die westliche Jugend auf allen Ebenen an. Block, meine Stadt, Desodok, ihr Dreckfischer, Abgefuckte, das ist meine Stadt. Sogar mit Rap. Die neue Generation der Dschihadisten sieht im Rapper den idealen Propagandisten. Dennis Kuspert alias Desodok ist ein deutscher Rapper mit afrikanischer Abstammung. Er lebte in Berlin und ist zum Islam konvertiert. Zuerst schrieb er Rap-Songs darüber, dass ihn der Islam vor dem Gefängnis gerettet habe und zu seinem persönlichen Licht geworden sei. Dann ist er in den Dschihadismus abgerutscht. Er sang Loblieder auf Osama bin Laden, als der getötet worden war. Dann wurde er immer radikaler und schloss sich dem Islamischen Staat an. Kaum einer erreicht die Jugendlichen so effizient wie er.
Doch er ist gleichzeitig von erschreckender Dummheit. Das Interessante an Desodoc, er wollte schon immer berühmt werden. Wie, war ihm egal. Viele Rapper sind wichtige Propagandisten für den Dschihad geworden. Vor allem, weil der Rap mit seinem typischen Sprechgesang den Nashids sehr ähnlich ist, die als Kampflieder eingesetzt werden. Das ist die einzige Art von Musik, die Dschihad-Pflichtgebete absolvieren, wenn sie hier falsch antworten. Für die heißt das, sie müssen aus dem Islam ausgeschlossen werden. Sehen Sie, sie werden massakriert. Schrecklich. Das ist so furchtbar. Sie legen Koranverse darauf und schämen sich noch nicht mal. Sie legen den Koran darauf. Bekämpfe sie, Allah, mit eigenen Händen, bestrafe sie, bedecke sie mit. Der Prophet hätte niemals jemanden getötet, der nicht betet. Er hätte ihm beigebracht, wie man betet, und bei einer falschen Antwort hätte er gesagt, nein, es sind 4 Zyklen, versuch es nochmal. Aber er hätte nicht von ihm verlangt, dass er betet. Aber hier heißt es, wenn du das nicht machst, töte ich dich. Was bringt es, arme Unschuldige zu ermorden, weil sie nicht beten? Das ist völlig absurd. Ein Missbrauch der religiösen Schrift. Mir fehlen die Worte. Das ist ekelerregend. Einfach nur widerlich. Die sind ja so blind. Der Islamische Staat hat solche brutalen Videos nicht erfunden. Sie wurden auch schon von tschetschenischen Terroristen benutzt und verbreitet. Videos von brutalen Enthauptungen. Unerträglich. Der Islamische Staat greift diese gar nicht so neuen Methoden auf, verschafft ihnen aber eine viel größere Reichweite. Neu ist jetzt die Systematisierung der Gewalt mit Bildern und Videos. Mit filmischen Mitteln werden Gewalt und Radikalität höchst effizient inszeniert und vermittelt. Bei diesem Video fällt die szenische Gestaltung auf. Sie verwenden Zeitlupen und zeigen die Gesichter der Geiseln. Die wichtigste Zielgruppe des Islamischen Staates sind Muslime. 20% der in den Dschihad gezogenen Franzosen sind Konvertiten. Eine enorme Zahl. Selbst wenn ein Rekrut Mohammed heißt, entstammt er häufig einer atheistisch oder agnostisch eingestellten Familie, die ihre Religion praktiziert oder auch nicht. Eine wesentliche Rolle spielt die Religion jedenfalls nicht und sie wird auch nicht sonderlich vermittelt. Die Terroristen haben eins schnell begriffen: Je weniger jemand weiß, desto leichter kann man ihn ideologisch manipulieren. Innerhalb dieser sehr großen Gemeinschaft zielen die Islamisten auf junge Menschen ab, die leicht zu beeinflussen sind, die Abenteuer oder Nervenkitzel suchen oder sich in der Rolle des Kriegers sehen wollen. All das spielt hier hinein. Aber die Propaganda richtet sich auch an die Ungläubigen und den Westen generell. Brutale Videos, die die Ermordung westlicher Geiseln zeigen, sollen die Botschaft vermitteln, seht nur, was euch erwartet.
pour dire voilà, voilà ce qui vous attend. Den Partisanen des IS wird eine zweigeteilte Welt vermittelt. Auf der einen Seite der heuchlerische Westen, auf der anderen Seite die wahren Muslime, die sich dem islamischen Staat anschließen. Man muss sich im Geheimen vorbereiten und gut aufpassen. Auch ein Krimineller aus einer französischen Vorstadt schloss sich dem sogenannten islamischen Staat an. Er war wegen versuchten Mordes verurteilt worden und stieß dann auf den radikalen Islamismus. Omar Omsen stammte aus dem Senegal, wuchs in Nizza auf und gehörte zu den erfolgreichsten Anwerbern im Internet. Ein Großteil der Jugendlichen ist durch Omar Omsen abgerutscht und nicht durch den IS selbst. Er war niemals gewalttätig und präsentierte niemals, im Gegensatz zum IS, unmenschliche Taten. Stattdessen spielte er den frommen Muslim. Das ist total pervers. Ihm ist es gelungen, 14- bis 21-Jährige anzuwerben. Arbeitslose genauso wie Medizinstudenten. Nur Omar Omsen konnte Jugendliche ködern, die im zweiten Jahr studieren und im 16. Arrondissement leben. Niemandem sonst ist das gelungen. Mit ihm hat sich die Propaganda der Terroristen gewandelt, die jetzt in jedem Satz das Wahre mit dem Falschen. Ja, der ist weg. Und hier direkt nach links? Yalla! Geh und lenk sie ab! Lenk sie ab! Lass mich ein bisschen schießen. Ich habe nicht einmal abgedrückt. Gut, mach. Machen wir das zu zweit? Mich muss jemand decken. Ich deck dich. Ich habe keine Ohren. Ziel nach links. Mein Bein! Viele angehende Dschihadisten kennen den Krieg bis zu diesem Punkt nur aus Videospielen. Das wissen die Anwerber und nutzen es aus. Dieses Video bezieht sich klar auf Spiele wie Grand Theft Auto oder Ego-Shooter. Wie immer wird alles gut in Szene gesetzt. Mit dieser Technik soll eindeutig ein junges, westliches Publikum angesprochen werden. Irgendwann kann der Betrachter nicht mehr zwischen Realität und Videospiel unterscheiden. Der Jugendliche sitzt zu Hause am Computer und fühlt sich in Sicherheit. Vom Videospiel gelangt er zu den Videos der Anwerber und von der virtuellen in die wirkliche Welt. Auf manchen Computern haben wir dasselbe Pseudonym gefunden, das die Jugendlichen in Videospielen auch zu Hause benutzt haben. Es gibt Leute, die diese brutalen Videospiele in kleinen Gruppen gespielt haben und sich dann entschieden haben, das auch in Wirklichkeit zu erleben. Die terroristische Propaganda spricht die westliche Jugend auf allen Ebenen an. Meine Stadt, Desodok, ihr Dreckfischer, Abgefuckte, das ist meine Stadt. Sogar mit Rap. Die neue Generation der Dschihadisten sieht im Rapper den idealen Propagandisten. Der IS, der sogenannte Islamische Staat in Syrien und im Irak, weiß genau, wie er die Aufmerksamkeit der Jugendlichen gewinnt. Nicht durch Verse des Korans, sondern mit Bildern. Je spektakulärer, desto besser.
Die Videos sprechen die Sprache der Jugendlichen und schaffen ein Universum des Bildes, das sie sich schnell aneignen können. Es liefert Antworten auf alle Fragen in einer Welt, in der sie vor allem Orientierung suchen. Das wirkt beruhigend. Eine wesentliche Funktion der Rekrutierung mit Bildern liegt auch darin, dass die Jugendlichen jenen, die so allmächtig wirken und in dieser Welt offenbar keinerlei Probleme haben, gleich werden wollen. Sie ahmen die Vorbilder nach, ohne groß nachzudenken. Jetzt können Techniken greifen, die eine gefährliche, sektiererische Entwicklung fördern. Lenin meinte, das Kino sei die wichtigste Form der Kunst für die Revolution. Auch für die Dschihadisten sind Videos das wirksamste Mittel für ihre Propaganda. Deshalb benutzt der sogenannte Islamische Staat die unterschiedlichsten Arten solcher Videos. Es gibt kurze und lange, aber alle sind hervorragend inszeniert. Das bekannte Video Flames of War nutzt sogar Mittel, die an Hollywood erinnern, und setzt Zeitlupen ein. Alles ist genau geplant. Kürzere Videos zeigen Enthauptungen, andere Formen der Ermordung oder auch das tägliche Leben. Ein gut inszeniertes Bild wirkt stärker als jeder Text und sei ja auch noch so gekonnt formuliert. Die filmischen Effekte, Zeitlupen und die Musik ähneln amerikanischen Serien, die von den Jugendlichen regelmäßig gesehen werden. Die Anzahl der von 2000 bis 2010 produzierten Videos lässt erkennen, dass die Menge exponentiell zunimmt. Seit gut 15 Jahren wird bewusst in die Herstellung von Videos investiert, die in eigenen Produktionsbetrieben erfolgt. Es gibt sogar eine eigene Agentur dafür, eine Medienabteilung. Sie heißt Al-Hayat Media Center und produziert Propagandafilme. Dahinter stecken Experten, die sich bestens mit den Kommunikationsstrategien des Westens auskennen. Es ist ihnen gelungen, dessen Mittel zu fehlt, die westliche Welt aus der Fassung zu bringen. Er ist in unerträglichen Aufnahmen wie dieser zu sehen. Eine Massenhinrichtung von Soldaten Bashar al-Assads. Das ist eine der schrecklichsten Aufnahmen überhaupt. Ein junger Syrer muss sein eigenes Grab ausheben. Vielleicht hat er noch Hoffnung zu überleben, doch als das Grab fertig ist, wird er hingerichtet. Das ist so fürchterlich, so unglaublich brutal. Schlimmer als alle Horrorfilme, die man sonst zu sehen bekommt. Der Kampf hat erst begonnen. Ich verstehe nicht, woher der IS seine Rechtfertigung bezieht. Er widerspricht allen Vorschriften des Islam. Der IS nimmt seinen Opfern alles Menschliche. Doch dabei geht es nicht nur um die Verherrlichung des Tötens. Sie wollen den Opfern auch ihre menschliche Gestalt nehmen. Man schneidet sie in Stücke, um zu zeigen, dass sie nicht mehr wert sind als Ratten oder Schlangen. Aber wie soll man dieser ausufernden Schreckenspropaganda begegnen, die dem Terrorismus immer mehr Jugendliche in die Arme treibt? Kann man den sogenannten IS zum Schweigen bringen? Die Eltern fordern eine Zensur der Videos, um die Kommunikation zu verhindern. Sie engagieren sich sehr dafür, den Hintermännern die Arbeit zu erschweren. Aber wenn man eine Tür schließt, geht meistens eine andere wieder auf. Doch man sollte versuchen, ihnen die Arbeit zumindest nicht leichter zu machen und die Kommunikation durch Zensur stören. Die großen Plattformen, die sozialen Netzwerke wollen nicht die Aufgabe von Regierungen übernehmen. Selbst wenn sie wollten, könnten sie nicht alles kontrollieren.
Es gibt mehrere hundert Stunden Video, die alle 10 Minuten auf YouTube gepostet werden. Diese Videos im Vorhinein zu kontrollieren, ist schlichtweg unmöglich. Das Internet ist überall präsent, wie die Luft, die wir einatmen. Wenn irgendwo eine Seuche ausbricht, kann man das Problem auch nicht beheben, indem man riesige Ventilatoren aufstellt, die die Luft zurücktreiben. Zensur würde nur kurzzeitig wirken, um zum Beispiel einen Franzosen daran zu hindern, sich dem IS anzuschließen. Das eigentliche Problem wäre damit nicht behoben, denn das ist ideologischer Natur. Nämlich, immer mehr Menschen aus dem Westen werden durch die Propaganda des IS verführt. Wir brauchen eine internationale Mobilisierung, damit wir uns gemeinsam gegen dieses Übel zur Wehr setzen können. Geben, die mit Stichwörtern genau solche Personen suchen. Es nehmen tatsächlich Menschen miteinander Kontakt auf, die sich nicht kennen und sich im wahren Leben ohne solche Netzwerke wohl nie begegnet wären. Bestimmte Plattformen bieten die Möglichkeit zu diskutieren und im Gespräch einen Plan zu entwickeln, der mehr oder weniger radikal sein kann. Der IS, der sogenannte Islamische Staat in Syrien und im Irak, weiß genau, wie er die Aufmerksamkeit der Jugendlichen gewinnt. Nicht durch Verse des Korans, sondern mit Bildern. Je spektakulärer, desto besser. Die Videos sprechen die Sprache der Jugendlichen und schaffen ein Universum des Bildes, das sie sich schnell aneignen können. Es liefert Antworten auf alle Fragen in einer Welt, in der sie vor allem Orientierung suchen. Das wirkt beruhigend. Eine wesentliche Funktion der Rekrutierung mit Bildern liegt auch darin, dass die Jugendlichen jenen, die so allmächtig wirken und in dieser Welt offenbar keinerlei Probleme haben, gleich werden wollen. Sie ahmen die Vorbilder nach, ohne groß nachzudenken. Jetzt können Techniken greifen, die eine gefährliche, sektiererische Entwicklung fördern. Lenin meinte, das Kino sei die wichtigste Form der Kunst für die Revolution. Auch für die Dschihadisten sind Videos das wirksamste Mittel für ihre Propaganda. Deshalb benutzt der sogenannte Islamische Staat die unterschiedlichsten Arten solcher Videos. Es gibt kurze und lange, aber alle sind hervorragend inszeniert. Das bekannte Video Flames of War nutzt sogar Mittel, die an Hollywood erinnern, und setzt Zeitlupen ein. Alles ist genau geplant. Kürzere Videos zeigen Enthauptungen, andere Formen der Ermordung oder auch das tägliche Leben. Ein gut inszeniertes Bild wirkt stärker als jeder Text und sei ja auch noch so gekonnt formuliert. Die filmischen Effekte, Zeitlupen und die Musik ähneln amerikanischen Serien, die von den Jugendlichen regelmäßig gesehen werden. Die Anzahl der von 2000 bis 2010 produzierten Videos lässt erkennen, dass die Menge exponentiell zunimmt. Seit gut 15 Jahren wird bewusst in die Herstellung von Videos investiert, die in eigenen Produktionsbetrieben erfolgt. Wie alle anderen weiter. Nur der wahre Islam, den wir allein vertreten, kann die Welt erneuern. Auf welcher Seite stehst du? De quel côté te mets-tu? Steh auf, du bist hier nicht in Frankreich. Fertig? Ich bin fertig. Inshallah. Heute treffe ich Franzosen, die hier in Syrien sind. Inshallah. Ich werde ihnen Fragen stellen und hoffe, das hilft euch. Laut Nachrichtendiensten gehen jede Woche zwischen 10 und 15 Franzosen nach Syrien und in den Irak, nach Le Cham, wie sie die Gegend nennen. Kaum angekommen, beginnen sie selbst, Mitglieder anzuwerben. Zu Beginn wurde eine massive Kommunikationsstrategie verfolgt. Dabei ging es vor allem um die Anwerbung von Mitgliedern.
Über soziale Netzwerke nahmen Mitglieder mit zahlreichen Jugendlichen aus demselben Viertel oder auch in einem größeren Umfeld Kontakt auf. Man wollte von den Sprachkenntnissen profitieren, da die Mitglieder ja aus den verschiedensten Ländern Europas stammten und mit Jugendlichen sprechen konnten, die kein Arabisch verstehen. Das hat funktioniert. Das ist unser Bruder. Er wird sich vorstellen und unseren Brüdern in Frankreich eine Botschaft übermitteln. Sie sprechen die Sprache der europäischen Jugend und mengen Ausdrücke wie Allahu Akbar und mein Bruder unter den Slang. Das klingt genauso wie bei den jungen Franzosen aus den Hochhaussiedlungen oder vom Land. Als Propagandisten haben die Europäer einen hohen Stellenwert. Es gibt kein GPS, das habe ich nicht mitgenommen. Diese Aufnahme habe ich im Auto eines Mujahids gemacht. Da sieht man Ersatzgewehre. Eine Kugelschutzweste. Man weiß ja nie, was passiert. Nicht die kleine Knarre, oder? Ich zeige euch noch mein Baby, das M16, ein amerikanisches Sturmgewehr. Von einem Marinesoldaten, den ich getötet habe. Das kleinste Sturmgewehr auf dem Markt. Der Kampf hat erst begonnen. Ich verstehe nicht, woher der IS seine Rechtfertigung bezieht. Er widerspricht allen Vorschriften des Islam. Der IS nimmt seinen Opfern alles Menschliche. Doch dabei geht es nicht nur um die Verherrlichung des Tötens. Sie wollen den Opfern auch ihre menschliche Gestalt nehmen. Man schneidet sie in Stücke, um zu zeigen, dass sie nicht mehr wert sind als Ratten oder Schlangen. Aber wie soll man dieser ausufernden Schreckenspropaganda begegnen, die dem Terrorismus immer mehr Jugendliche in die Arme treibt? Kann man den sogenannten IS zum Schweigen bringen? Die Eltern fordern eine Zensur der Videos, um die Kommunikation zu verhindern. Sie engagieren sich sehr dafür, den Hintermännern die Arbeit zu erschweren. Aber wenn man eine Tür schließt, geht meistens eine andere wieder auf. Doch man sollte versuchen, ihnen die Arbeit zumindest nicht leichter zu machen und die Kommunikation durch Zensur stören. Die großen Plattformen, die sozialen Netzwerke wollen nicht die Aufgabe von Regierungen übernehmen. Selbst wenn sie wollten, könnten sie nicht alles kontrollieren. Es gibt mehrere hundert Stunden Video, die alle 10 Minuten auf YouTube gepostet werden. Diese Videos im Vorhinein zu kontrollieren, ist schlichtweg unmöglich. Das Internet ist überall präsent, wie die Luft, die wir einatmen. Wenn irgendwo eine Seuche ausbricht, kann man das Problem auch nicht beheben, indem man riesige Ventilatoren aufstellt, die die Luft zurücktreiben. Zensur würde nur kurzzeitig wirken, um zum Beispiel einen Franzosen daran zu hindern, sich dem IS anzuschließen. Das eigentliche Problem wäre damit nicht behoben, denn das ist ideologischer Natur. Nämlich, immer mehr Menschen aus dem Westen werden durch die Propaganda des IS verführt. Wir brauchen eine internationale Mobilisierung, damit wir uns gemeinsam gegen dieses Übel zur Wehr setzen können. Dabei sollten wir nicht nur repressiv vorgehen, sondern auch vorbeugend. Man muss die Menschen davon abhalten, solche Internetseiten aufzurufen, sie quasi immun machen gegen diese Verlockung. Die eigentliche Arbeit besteht darin, den Islamischen Staat zu entzaubern. Man muss zeigen, dass der Mythos vom goldenen Zeitalter und der Rückkehr ins Kalifat bloß leere Worte sind. Dahinter steckt eine mafiöse Organisation, die illegal Reichtümer anhäufen will. Diese Aspekte des IS gilt es zu entdecken.